So, hallöchen ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 5. Folge zu Frostpunk, zu der Fall von Winterheim. So, genau. Ich hatte Kommentare zwecks der Grube. Wo haben wir die dann hingebaut? Die war doch ziemlich weit weg. Da, die Schneegrube. Anzahl der Leichen 107. Ich erkenne da jetzt jedenfalls keine maximale Anzahl. Aber ich glaube, ich werde dann auch informiert, hoffentlicherweise, ganz netterweise, wenn es denn soweit ist, wie es ist. So, ich denke mal, wir sollten uns jetzt in den letzten Folgen haben wir uns schon relativ gut darauf geeinigt, dass die Kohle auf jeden Fall schon mal höher ist. Holz ist momentan echt ein ganz großes Problem, deswegen muss ich hier, dem Mauerbohrer, by the way, muss ich demnächst aufwerten. Da komme ich nicht drum herum. Wir brauchen dringendst mehr Holz. Die Forschung, was forschen wir denn gerade? Die vierte Stufe, das ist gut, das brauchen wir nämlich auch. Als nächstes nach dieser Forschung würde ich schon fast eher an die Heizung gehen, dass wir die verbesserten Heizkörper haben, damit wir auch bei minus 40 Grad beispielsweise arbeiten können und dann auch die effizienten Heizkörper. Spart Unmengen an Kohle ein, auch wenn wir uns das momentan erlauben können, rein theoretisch. Und ich will natürlich versuchen, dass wir unsere Zelte, die wir noch so haben, die hier so rumflattern, dass wir die auf lange Sicht immer wieder um den Stadtzentrum kriegen. Die Gebetshäuser haben wir gebaut, das heißt, da kriegen wir den Erfolg gleich auch fertig hier unten. Dann haben wir 2 von 2. Und die Hoffnung auf 15% zu steigern, sollte doch vielleicht möglich sein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwiefern das ganz schnell möglich ist, aber wir lassen uns da mal überraschen. Essenstechnisch sind wir auf einem guten Wege, aber uns fehlt Holz. Und wenn ich richtig gesehen habe, nein, ich klicke mich hier wieder durch die Unkenntlichkeit. Ne, ich wollte zur Forschung. Da war ich, nein, das ist nicht die Forschung. Hier ist die, Entschuldigung. Wir haben nämlich schon den Dampfbohrer geforscht. Mir war da nämlich etwas. Und der Dampfbohrer, der ist doch da noch nicht drauf. Genau. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unseren Dampfmauerbohrer schon zu produzieren. Das heißt, das sollten wir auch demnächst tun. Es wird jetzt bald abends, er arbeitet ja eh nur bis 18 Uhr. Das heißt, das schaffen wir gar nicht. Wird das abgerissen? Das heißt, hier kriegen wir ja noch Holz zurück, oder? Wenn ich das richtig sehe. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir ja sogar bis 20 Holz wieder rein. Das wäre echt sexy. Weil dann könnten wir jetzt definitiv bauen und es sieht sogar danach extrem aus. Sehr schön. Das heißt, wir nutzen wirklich die maximale Zeit, die wir mit diesem Gerät hier haben können. Sprich bis 18 Uhr. Und dann fangen wir erst den Bau an. Und somit haben wir eigentlich die perfekte Lösung dann gefunden. Wir haben sogar mehr Holz, als uns lieb ist. Das ist schön. Denn wir brauchen Holz. So, es wird wieder 18 Uhr. Pause. Dampfmauerbohrer. Rein damit. So, unsere Stahlproduktion. Ich meine, wir haben momentan viel, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir momentan es trotzdem brauchen, unabhängig davon. Also hier haben wir eine stehen, das weiß ich. Aber das war das Einzigste oder ist hier noch irgendwas, was abgerissen werden kann? Ne, das ist, glaube ich, das Einzigste. Dann bauen wir das natürlich damit auch noch mit dran. Das sind alles Ressourcen, die wir noch benötigen. Gebetshäuser sind gebaut, damit müsste die Hoffnung steigen. Aber wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Aber wir sind kurz davor. Hier haben wir noch eine Sammelstelle, da müssen Leute drin arbeiten. Auch hier in dieser Sammelstelle müssen Leute drin arbeiten. Weil dann sind wir nämlich eigentlich ganz gut unterwegs. Hier haben wir noch eine Stahlruine, die aber von Kindern abgebaut wird. Das sollten wir in den, ja, sollten wir am nächsten Tag schaffen. Ich hoffe, dass das Wetter noch mitspielt. Das ist so das Einzigste, meine einzigste Sorge, die ich jetzt noch nämlich habe. Wir machen auch die Heizung an. Auch hier sind nochmal 101 Holz drin. Das gönnen wir uns. Was sagen denn eigentlich unsere Kranken? Unsere Kranken werden immer weniger, was ich feier, denn das können wir ganz gut
gebrauchen. In der letzten Folge haben wir ja auch zwei Krankenhäuser gebaut, meines Erachtens. Oder doch nur eins? Nee, doch hier, zwei Stück. Das heißt, die laufen jetzt wirklich auf Maximum. Das heißt, wir kriegen unsere Kranken jetzt besser im Griff. Wir kriegen mehr Holz, wir kriegen auch bald mehr Stahl. Das sind alles positive Eigenschaften, die wir jetzt momentan... Und wir haben sogar noch eine Kohlemine, die wir noch nicht mal besetzt haben, weil uns die Kohle momentan... Oh, um die Ohren fliegt, wollte ich gerade sagen. So, hier haben wir ein Ereignis, das kenne ich noch gar nicht, da ich ja zum allerersten Mal mit der Gebetsrichtung auch, oder mit dem Glauben spiele, sagen wir es mal lieber so. Ich bin mal gespannt, was wir da jetzt für Ereignisse kriegen. Wahrscheinlich genau die Ereignisse, die auch sonst so thematisch da wären. Unsere Jäger sind fast ausgelastet, aber sie arbeiten auch nicht. Ja, wir müssen die Häuser, wir müssen weiter abreißen. Dringendst. Also hier oben auch, was ich ja fortgesetzt habe. Sollten wir vielleicht machen. Und egal wie ich es drehe, naja gut, so könnte ich noch drei Gebäude bauen. In einer wärmeren Umgebung. Dann werde ich wahrscheinlich doch noch erstmal Zelte bauen. Wiedergeburt des Glaubens. Sir, die Einwohner haben angefangen, das Gebetshaus zu besuchen. Es sind noch nicht viele, aber es könnte der Beginn von etwas Besonderem sein. Anscheinend haben sie wirklich einen geeigneten Ort für ihre Gebete gebraucht. Freut mich, das zu hören. Wir müssen auch gesetztechnisch noch mehr machen, damit die Einwohner noch mehr Zufriedenheit gewinnen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir gucken mal ganz kurz Kampfarenen. Ja, hier sind viele Bewohner, das verstehe ich. Okay, hier nicht mehr so ganz. Vielleicht sollten wir... Wir haben... Wie viele Kampfarenen haben wir jetzt? Was habe ich gesagt? Diese da nur. Überlegt mal. Wir sollten mindestens noch hier eine hinbauen und im besten Falle noch hier eine. Weil dann haben wir wirklich das Größte erstmal abgedeckt. Wir haben hier zwei Gebetshäuser. Wenn nicht sogar, können wir da noch die aufwerten. Etc. Blablub. Und wie ich finde, ist das schon mal ganz gut. Selbst wenn wir... Wäre es doch eigentlich perfekt. Hier ein Gebetshaus und dann hier noch eins ran. Eine Kampfarena. Das sollten wir definitiv machen. Und wir müssen gucken, dass wir die Gebäude, die alt sind, dass wir da den Platz schaffen. Wir haben 38 Betten frei. Hier haben wir noch ein Zelt. Das können wir abreißen, weil Baum. Das mache ich jetzt mal weiter, weil das hatte ich ja schon in der letzten Folge so gemacht. Dass ich mir die ganzen Unterkünfte angucke, die... gar nicht mehr so produktiv sind. Auch abreißen. Wir haben die Möglichkeit, wir sollten es nutzen. Und das sieht schon mal viel besser aus, was ich hier so sehe generell. Wir haben nicht mehr allzu viele Zelte, die... Wir reißen das alles mal ab. Hier haben wir noch zwei Leute, die da drin wohnen. Reißen wir ab. Okay. Aber komischerweise sehen wir jetzt obdachlose Einwohner 2. Woran richtet sich das? Naja, egal. Wir bauen ja hier die Zelte. Das ist alles im Zeitgleich. Also von da aus. Das passt schon. Unsere Nahrung sieht gut aus. Unsere Speer sind unterwegs. Die Forschung, ja, das dauert alles ein bisschen. Ich glaube, die Forschung fällt mir irgendwann auf den Köppis. So, die zwei arbeiten, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall 8 Stahl in der Stunde. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wir kriegen jetzt auch 20 Holz die Stunde. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir wieder keine Obdachlose. Das heißt, ich werde jetzt trotz allem erstmal die Kampfarenen bauen. Hier eine hin. Da eine hin. Ich finde, das ist gerechtfertigt, denn wir müssen unsere Zufriedenheit wieder hochkriegen. Und das Bordell sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie umstrukturieren. Aber wir haben wieder Schwerstkranke wieder unterwegs. Es ist für mich nicht einleuchtend, aber okay. Wir haben massiv viele Kranke wieder. Die arbeiten sich aber auch schon des Todes, muss man dazu sagen. Ich wäre schon fast dafür, dass wir noch ein Krankenhaus bauen. Weil anders wüsste ich nicht, diese Zahl zu behandeln hier. Was damit die Einkohle? Erstmal raus. Brauchen wir nichts.
ist erstmal zu vernachlässigen, Kohle. Guckt euch das an, wie die Zahl steigt, steigt, steigt und nochmals steigt. Und lass mich raten, wir haben jetzt schon wahrscheinlich weitaus mehr Einwohner, 20, 40, 60. In einem Pflegeheim, in Behandlung. In einem Pflegeheim, in Behandlung. In der Palliativpflege, Palliativpflege, Palliativpflege. Wir brauchen davon noch mehr. Sehe ich das richtig? Ich meine ja, es sieht fast danach so aus, als wenn es so ist, wie es ist. Okay, gut. Ja, die Straßenführung ist mal wieder immer Bombe, wie schon gesagt. Ich versuche das schon nicht zu meckern, wenn ich das sehe. Aber wenn ich das sehe, dann kriege ich immer einen Föhn. Föhn. Föhn ist auch schön. So, räumt das hier eigentlich einer weg? Weil das ist ja mal... Komm, Kinder, ran da. Wenn ihr sterbt, ist das nicht so schlimm. Ich finde meinen Sarkasmus immer sehr schön. Für Außenstehende eine pure Katastrophe. Auch diese Straßenführung hier, da kriege ich ja einen Föhn. Warum kann ich das nicht abreißen? Achso. Ich muss das so machen. Mhm. Mhm. Das sollte er bauen? Nee, lass mal. Das sollst du gar nicht bauen. Dankeschön. Ach, diese Straßenführung hier, ne? Auf was ist das hier eigentlich vor allem? Weg damit. Weg damit. Also, wir haben eigentlich so viel Holz hier rumliegen auf den Straßen, muss man dazu sagen. Das ist schon der Wahnsinn. Okay, wir haben aber jetzt Platz. Das ist schon mal was Schönes. Was macht die Sammelstelle eigentlich? Erstmal keine Arbeiter, bitte. Kohle ist erstmal, wie schon gesagt, relativ. Wir haben ja auch, was viel besser wäre, dass sie hier arbeiten. Damit haben wir definitiv... Wäre uns mehr getan. Hm. Nicht genügend Holz. Dieses Gebäude kann keine weitere Expedition. Ja, eine weitere Expedition für Nahrung wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber nun gut. Das muss hier weg. Da sind die Kinder drin. Die nächste Nacht überstehen wir. Und dann hoffe ich, dass die Forschung auch ein bisschen schneller geht. Weil wie lange dauert bitte diese Forschung jetzt eigentlich? Ich habe nur 3 Stück, by the way. 6 Einwohner sind gestorben. Wir verlieren massiv viele Menschen. Weil unsere Krankenhäuser nicht das leisten können, was wir wollen. So, andererseits weiß ich halt, dass wir auch viele Gebäude haben, die noch in einem sehr schlechten... Boah, diese Gebäude hier, ne? Das sind alles... Das sind nur Baracken. Nur ist gut, aber... Wir bauen die 2 nochmal. Weil wir können ja rein theoretisch wieder... Wir können ja wieder Sachen abreißen, wo die Leute einfach mal erfrieren, wortwörtlich. Und es sind ja noch einige Gebäude. Es sind hier noch, wie wir sehen, aber die sind alle nicht besetzt, wie ihr seht. Aber trotzdem werden sie mir hier aufgezeigt. Das heißt, wir reißen die Gebäude jetzt ab, damit sie aus der Weltgeschichte sind und ich mich dann an diesen Zelten auch nicht mehr dran aufhalte. Ich hätte auch immer oben drücken können und einfach mal so machen können. Das geht natürlich auch. So, das reißen wir auch ab. Wie schon gesagt, solche Unterkünfte sind uns nicht mehr... Okay, das heißt, wir haben jetzt endlich mal Ruhe. Wir haben keine kalten Butzen mehr. Wenn, wird überall geheizt. Und eigentlich dürften die Leute jetzt nicht mehr so krass sterben, bitte. Aber es liegt aber auch alleine daran, dass unser Krankenpersonal einfach mal überlastet aus. Wir kommen nicht drum herum, noch ein Krankenhaus zu bauen. Weil wenn ich das erstmal abgefedert habe... haben wir ja auch erstmal schlussendlich die meiste Ruhe. Und ich kann halt nur hoffen, es wird kälter. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht.
Wie viel Holz brauchen wir denn dafür? Eine ganze Menge. Wir haben hier Gebäude, die arschkalt sind für die Kinder. Ja, das tut mir leid. Da müsst ihr jetzt erstmal durch. Fördert ihr? Ihr fördert. Das ist eine Stahlruine. Auch da sind wieder Kinder am Start. Ich baue noch ein Krankenhaus. Ah, dieser Platz, ne, der stört mich hier unten. Den könnte man irgendwie besetzen. Irgendwie clever besetzen. Aber ich mach's erstmal hier hin, weil wir hier die Möglichkeit haben, diesen Generator anzustellen. Der ja erstmal aus ist. So, wir müssen jetzt generell temperaturtechnisch erstmal gucken, dass wir unsere Kohlegenerator, die Sammelstellen, sind die denn alle an oder sind die nicht an? Ich erkenne das immer so schlecht. Da sind Leute drinne, dann macht mal bitte die Heizung an. Da sind Leute drin, dann macht bitte die Heizung an. Hier ist eine Sammelstelle, macht bitte die Heizung an. Okay, wir müssen die Heizung forschen, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Das ist jetzt das nächste Hab und Gut, was wir haben. Die ganzen Sanitätsstationen sind jetzt hier natürlich gänzlich falsch. Die sind jetzt sogar mit Gebäudeisolierung am struggeln. Warum ist das Ding außer Betrieb? Weil es zu kalt ist, ich verstehe. Uff. Dazu fällt mir jetzt gerade absolut nichts ein. Ich glaube, ich muss ihn anstellen. Und muss mir was überlegen mit unseren Sanitätsstationen. Ich muss die umbauen, die Sanitätsstation. Weil das sind zwei, das sind 40 Betten. Das sind 40 Betten. 45 Betten. Nee, ich zähle falsch. Wie viel? 5 Patienten. 10, 20, 30, 35. 35 Patienten. Krankenhäuser können wir nicht bauen, da wir keine Dampfkerne haben. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig, als erstmal zu kompensieren. Ich muss erstmal kompensieren. Hallo? Nein. Ich wollte ganz gerne das abreißen hier. Merci, Boku. Weil die müssen in diesen Rahmen hier rein. Das heißt, das sollten wir jetzt bauen, so schnell wie möglich. Weil die arbeiten jetzt ja eh nicht, keine Patienten. Das heißt, ich reiße das jetzt schon mal ab, so leid es mir tut. Und baue... Das wird doch wohl im Radius sein, oder? Dieses Ding muss hier weg. Und zwar dringendst. Nee, das ist ein Krankenhaus, Entschuldigung. Das Ding muss hier weg. Dringendst. Wir kriegen momentan auch... Entschuldigung. Stimme in den Ruinen. Natürlich, jetzt wo es kälter geworden ist, ne? Und da arbeitet natürlich gar keiner. Das ist natürlich klar. Jagdhütte. Das Sägewerk ist viel zu kalt. Knallen wir mal rein. Aber das ist scheiße. Wir müssen... Wie lange bitte forscht ihr da dran jetzt? Wie lange? Etwa 3 Stunden. In 3 Stunden ist es 13:22. Wir kriegen doch niemals die Heizung in der nächsten Nacht freigeschaltet. Die Kinder verrecken, das ist mir... Entschuldigung, das ist halt so. Kannst du nichts dran ändern. Die Sammelstelle, Heizung bitte an, damit sie nicht ganz abschmieren. Ja, das ist echt harter Turban hier. Vor allem hier wird gesagt, dass es denen zu kalt ist. Warum? Ihr habt doch hier diese Umgebung. Das Dampfzentrum ist doch an. Ja, jetzt wird es angezeigt. Okay. Vor allem, warum stagniert es jetzt? Stahlruine erschöpft.
erschöpft. Das ist gut. Das können wir nämlich ganz gut gebrauchen. 19 Kinder sind gestorben. Ja, ich weiß auch, warum sie sterben, weil sie halt einfach mal diese scheiß Arbeit hier machen noch müssen. Aber damit kann ich im weitesten Sinne noch halbwegs leben, sage ich jetzt mal, so doof das klingt. Oh, bitte, macht dieses Gebäude fertig. Ich kriege hier einen Zappel. Ein besonderer Ort in Frostland. Wir können einen Wegpunkt an. Okay, gut. Das hat jetzt uns nichts gebracht. Wir haben eine Stahlbrücke. Dann lauf da mal bitte hin. So, unser anderer Speer ist auch gleich da. Das heißt, da haben wir jetzt gleich den nächsten. Ich knöter wieder das Essen hier rein, weil da können wir noch nicht ganz. Er ist da. Ein besonderer Ort in Frostland. Wir können ihn als. Oh Leute, macht mich nicht fertig, ey. Wie lange brauchen denn die Kinder dafür? 3 in der Stunde. Okay, unsere Forschung ist gleich durch. Wir brauchen die Heizkörper dringendst. Wie lange braucht ihr? Lasst mich raten, ihr braucht zu lange. 6 Stunden? Na, das war's denn. 13? Ja, kannst du vergessen. Das schaffen wir heute nicht. Shit. Erst morgen haben wir das geschafft. Und ich weiß auch, warum die Menschen halt meckern. Vielleicht sollte ich so ein bisschen normales Essen mit reinmachen. Also so eine Teil-Teil-Kombination. Damit wir unsere Hoffnung und die Unzufriedenheit ein bisschen runterkitzeln können. Eine Dankaussage und jemand an der rechten Pflegestation lassen. Vielen Dank, vielen dort, ja. Vielen Dank. Durch die ganze Arbeit fällt es vielen Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Errichten wir diesen Segen für uns alle. Ich muss mir auch einen Gedanken machen, dass wir unsere Amputierten auch noch irgendwie. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Dass wir die. Was ist das hier? Eine Sammelstelle. Eine doppelte Sammelstelle. Für was denn? Für die Kohle hier. Warum habe ich da 2 Stück hingebaut? Weiß man das? Hat mir einer das erzählt? Oder war das nur wegen dem Gebäude hier, was hier dran war, das große? Wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir reißen das wieder ab. Wir brauchen nicht 2 Sammelstellen für einen Kohlegenerator. Naja, ganz streng genommen doch schon. Aber ich könnte auch hier ein Gebäude, so ein kleines Sanitätsgebäude hinbauen. Vielleicht sogar 2. Deswegen reiße ich es jetzt erstmal ab. Rein. Arbeiten. Essen boosten. Essen boosten. Der Kohlegenerator wird nicht geheizt. Das ist auch sehr schlecht. Die Jagdhütte muss nicht beheizt werden. Der ist außer Betrieb. Das kann er auch erstmal sein. Hier ist es trotzdem kalt. Das ist doof. Hatte ich nicht 3 Krankenhäuser? Das hatte ich. Da habe ich geboostet. Da habe ich geboostet. Da habe ich noch nicht geboostet. So, die ganzen Pflegeheime sind. Leider nicht im Radius. Das auf jeden Fall. Aber denen geht's miserabel, sehe ich gerade. Das kriegen wir noch weg. Dass wir die Leute da retten können. Trotzdem würde ich sagen, ich reiße wieder Sanitätsstation. Ja. Und knall sie hier rein. Also hier auf jeden Fall. Hier könnte ich auch noch einen reinzimmern. Der würde noch im Radius gelten, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, ich muss erstmal diese Straße hier leider, so leid es mir tut, abreißen. Und dann baue ich hier eine Station hin und führe den Weg so erstmal ran. So, das heißt, ich kann die hier eigentlich alle abreißen. Aber obwohl, mir gefällt das eigentlich auch nicht. Aber deswegen. Ich könnte es auch hier hinbauen, ich Esel. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen.
So, hier sind keine Rohstoffe mehr. Das heißt, das Gebäude kann abgerissen werden. Naja, doch, hier haben wir noch was. Da können mal ganz kurz die Kinder arbeiten. Ich weiß, das ist sehr, sehr unschön, aber tut mir leid. So. Guckt euch das Holz an. Holzruine ist erschöpft. Das ist auch weg. Also wir haben die Ruinen bald alle weg. Das ist schon mal sehr schön. Auch das sollten wir wegkriegen. Und hier arbeitet erstmal kein Ingenieur mehr. Ich wäre eh dafür, dass wir eine Sanitätsstation noch irgendwo, wo es warm ist, reinzimmern. Hier würde es eigentlich ganz gut reinpassen, aber dann verballern wir natürlich wieder Holz. Hier würde es auch gut sein. Hier zerstören wir Rohstoffe. Ins Zentrum möchte ich, wie schon gesagt, erstmal nichts reinpacken. Da bin ich ganz offen und ehrlich bei euch, aber... Haben wir da oben nicht ein Sägewerk? Ist das hier nicht ein Sägewerk? Das ist ein Speisehaus. Wo haben wir denn das Sägewerk? Wirtshaus haben wir hier. Wo habe ich denn das Sägewerk hingeknallt? Erstmal irrelevant. Wir haben genügend Holz erstmal. Erstmal. Ich baue das jetzt dahin. Zack. Das heißt, abreißen. Ja. Okay, ich würde auch sagen, dass wir unsere Forschungseinrichtungen auch wieder ein bisschen erhöhen. Und ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt doch noch die Möglichkeit haben, einen Außenposten zu bauen. Und ich sehe, nein, haben wir nicht. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Kohlegenerator, Dampfmauer, Baumauerbohrer, Sägewerksammelstadt, Rohstoff, Kohlemine. Kohlemine braucht auch immer einen Dampfkern. Verdammte Hühnerbrühe. Und wir haben hier noch zwei Stellen, die wir nicht besetzt haben. Okay, weil die Lagerkapazitäten erreicht sind. Ich verstehe. Okay. Wir müssen unsere Krankenstation unbedingt besser hinkriegen. Das ist die pure Hölle. Die Heizung muss halt rein. Die muss rein. Da kommen wir nicht drum herum. Die Nacht wird jetzt eh nicht schön. Hier haben wir auch noch eine Sanitätsstation. Da oben wird auch noch eine gebaut. Es ist aber auch alles zu kalt momentan. Minus 50, das sehe ich ja jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst. Ihr seid mir ja ein paar Kunstbanausen. Ja, dass denn Menschen sterben, ist für mich auch kein Wunder. Ups. Ja, wir müssen... Oh Gott. Ich muss vorspulen, Leute. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ja warten und Tee trinken? Wir müssen vorspulen. Wir müssen vorspulen. Da kommt nichts drum herum. Und hier arbeitet keiner, weil zu kalt, ne? Ja. Verständlicherweise. Würde ich auch nicht arbeiten wollen. Okay, was sagen denn die Krankenhäuser eigentlich? Sind die besser ausgestattet? Die sind noch halbwegs gut ausgestattet. Ja, komm. Okay, wir haben Speer. Wir haben Automaton. Die Brücke wird von Automaton gewartet. Seine Aufgabe ist es, die Rohstofftransporte über die Schlucht von Schnee zu befreien. Erforschen. Schicke den Automaton zur Stadt. Lass den Auto im Einsatz. Wir werden später entscheiden, was mit den Automaton geschehen soll. Den nehmen wir aber bitte ganz schnell mit. Der Automaton ist unterwegs und wir gehen zum Eisenerzvorkommen. Das klingt nämlich auch sehr sexy. Unser anderer Speer, der ist innerhalb von einer Stunde, ist der auch wieder da. Wir spulen mal wieder vor, weil können wir uns ja erlauben. Stahl- und Dampfkerne, zahlreiche Zelte, leere Kisten, Schlitten und unzählige gefrorene Leichen. Wir fürchten zu wissen, wobei diese Leute umkamen.
Wir haben damit gerechnet, dass diese Leute mit dem dritten Land Dreadnought in Winterheim ankommen. Jetzt müssen wir damit rechnen, dass ihnen ein Unglück widerfahren ist. Wir sollten die Überlebenden suchen und das nicht nur, weil dieses Teil der Expedition mehrere Dampfkerne dabei hatte. Das nehmen wir dann schon mal mit und wir gehen dann zum riesigen Wrack und Lucky Lucky da ein bisschen. Das heißt, wenn wir einen Automaton bald haben, was können wir denn da noch eigentlich weitermachen? Ich habe das ja noch nie gesehen. Abendgebete, Tempel, Glaubenshüter, Haus der Heilung. Neues Gebäude, Schrein. Du musst 3 Schreine bauen. Schreine steigen die Hoffnung der Ämon in der Nähe arbeiten. Schreine steigen die Effizienz in nahegelegene Arbeitsplätze. What? Das klingt ja mal richtig sexy. Das machen wir sogar mal. Was kostet das? Haben wir. Wo gearbeitet wird. Ach, das ist ja mal geil. Guckt euch das mal an. Also rein theoretisch, ganz streng genommen, muss hier einer hin. Weil hier arbeitet sehr viel. 1. Hier generell ja schon auch eine ganze Menge. Plus natürlich die Krankenhäuser. Aber was ich ein bisschen komisch finde, das ist so klein. Der Radius ist so klein. Weil guck mal, nur wenn ich hier schon das baue. Aber ja, ich bin dafür, dass wir das tun, weil hier ist ja eigentlich unsere gesamte... Also die sind jetzt glücklich. Hier wäre denn auch schon mal eine Menge getan. Unser Stahl wäre effizienter. Platzierung an diesem Ort nicht möglich. Warum nicht? Da ist doch gut. Aber lass mich raten, dann kriege ich aber das unterste Ding da nicht mit, ne? Verstehe. Naja, ist ja kein Ding. Ich kann es ja hier hinbauen, weil, guck mal, dann haben wir nämlich das auch. Und hier baue ich es hin, damit wir... Ach, ist nicht möglich. Ihr seid mir ja Keks. Ich meine, dass die da drinnen arbeiten, ist, finde ich, toll. Aber nichtsdestotrotz finde ich, glaube ich, Stahl noch ein bisschen tollerer. Tollerer ist auch ein schöner Begriff, oder? Ja, ich muss extra eine Straße dafür bauen, damit ich meinen Schrein dahin knallen darf. Sehe ich das richtig? Jetzt fange ich auch an mit dieser irren Straßenführung hier. Guckt euch das an. So, die können wir jetzt erstmal nicht besetzen. Haben wir ja eh nicht besetzt. Von da aus abreißen, abreißen. Bitte was? Ich wurde entlassen. Ich hab's nicht geschafft. Nein, ne? Eine Gruppe wütender Männer eskortiert dich unter den Generator. Die wartende Menge ist muckmäuschenstill. Ausdruckslose Gesichter starren dich mit leeren Blicken an, während du an ihnen vorbeigehst. Das Urteil wird kurzerhand verkündet und in Anerkennung deiner Bemühungen bleibt dir die Todesstrafe erspart. Stattdessen wirst du aus der Stadt vertrieben. Wow! Ja, geil! Ja, scheiße! Was mache ich denn jetzt? Lass ich das jetzt einfach so stehen? Und ich gehe zum nächsten? Ihr könnt mir ganz gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich das nochmal mache. Oder ob ihr sagt, nee, mach mal ruhig das nächste und mach das jetzt nochmal privat für dich selber. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Schade, aber ja, mich hat es nämlich auch getickert, dass ich... Ich hätte fast die Kurve gekriegt, leider habe ich es nicht geschafft. Aber ja, unerwartet, schön. Na guti, das Schöne ist, ja, die Folge ist eh schon zu Ende. Ja gut, ja, schreibt mir bitte in den Kommentaren, dann weiß ich nämlich Bescheid, was ich nächste Woche und Montag machen soll. Ob es das richtige DLC, was es zu kaufen gab, spielen soll. Oder ob ich das vielleicht nochmal wiederholen soll. Mal gucken, ne? Also in dem Sinne, tschüss mit Öl.